Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, ich stehe hier gerade bei mir in den Akademieräumen, weil wir gerade zwei Seminare vorbereiten, die nächste Woche hier stattfinden werden. Und bei einem Seminar geht es um das Thema Cashflow. Da habe ich jetzt eine Sache gerade vorbereitet und die will ich in Ansätzen mal hier ein bisschen mit euch in diesem Video teilen. Und zwar, ich nenne es mal provokativ, muss ja auch ein bisschen Clickbait sein bei YouTube, ne? Warum ich nicht mehr spare. Und warum ich nicht mehr spare, jetzt hier im Video. Also ich suche mir mal hier schnell einen Platz und ich glaube, so ist gut. Jawohl. Okay, ganz clean und weiß. Wunderbar. Übrigens für alle, die mal hier in die Akademie kommen wollen. Ja. Das ist das Risiko. Du wirst wiederkommen. Okay. Thema, ich spare nicht mehr. Jetzt werdet ihr ja von mir schon oft gehört haben, auf dem Kanal, auch auf dem anderen Kanal, wenn man zu Geld kommen will, ist es zwingend notwendig, dass man spart, weil die meisten Leute denken ja immer, dass sie durch das Einkommen vermögend werden. Das stimmt aber nicht. Ein gutes Einkommen ist die Basis, aber wenn du dein gutes Einkommen, egal wie hoch es ist, halt komplett ausgibst, dann nützt dir dieses große Einkommen überhaupt nichts. Also du kannst nicht Millionär werden, wenn du deine ganze Kohle immer raushaust und dann sagen, naja, dann muss ich halt mal irgendwann eine Million verdienen und die dann behalten. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es also absolut richtig, wenn du sagst, okay, ich spare regelmäßig. Warum höre ich jetzt auf mit Sparen? Oder warum habe ich schon vor Jahren aufgehört mit Sparen? Ich habe nicht mit dem Akt als solchem aufgehört, sondern mit der Bezeichnung des Ganzen. Ich werde sagen, das ist doch egal und ich sage euch, nein, das ist es nicht. Wenn wir etwas uns vornehmen, ne, dann hat das ja immer einen bestimmten Grund. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ab morgen fange ich an zu sparen, okay, dann sagen wir uns im Grunde genommen innerlich, ab morgen habe ich einen Mangel. Weil das Wort sparen bedeutet, ich muss etwas, was ich bislang tue, einsparen. Ich habe weniger hinterher. Vergleichbar jetzt mit, wenn jemand abnehmen will und sagt, ich mache eine Diät, dann bedeutet das für ihn im Kopf, weil so sind wir nun mal geeicht durch das, was wir erlebt haben, durch das, was wir kennen, Diät bedeutet für uns, ich habe jetzt weniger. Also das heißt, ich signalisiere jetzt meinem Inneren, ab heute, ab morgen, wann auch immer, gibt es weniger zu essen. Du hast weniger zur Verfügung. Du wirst einen Mangel erleiden. Und jetzt sind wir allerdings als Menschen so darauf gepolt, wir wollen keinen Mangel erleiden. Ne? Also wir wollen nicht im Mangel leben, sondern wir wollen im Überfluss leben. So. Und genauso ist es, wenn wir sagen, ab jetzt spare ich. Sparen bedeutet einschränken. Ich kann jetzt nicht mehr so viel essen gehen. Ich kann jetzt nicht mehr so viel Geld für mein Auto ausgeben. Ich kann jetzt nicht mehr so oft Party machen und so weiter. Das heißt, ich nehme mir etwas vor, was an sich etwas Positives ist, aber mein Unterbewusstsein sieht darin einen Mangel. Es sieht darin, dass ich plötzlich weniger habe. Und deswegen wird mich mein Unterbewusstsein bekämpfen. Ne? Unbewusst. Deswegen heißt es auch Unterbewusstsein. Und da die meisten von uns schlechte Glaubenssätze über Geld haben. Ne? Also die Masse der Bevölkerung auf der ganzen Welt übrigens, also zumindest in der zivilisierten Welt, wo es, also nicht zivilisiert, sorry, in der entwickelten Welt, ne? Also wo wirklich Geld auch ein Thema ist. Wenn du irgendwo lebst, wo es nur ums Überleben geht, dann hast du keinen schlechten Glaubenssatz zu Geld. Da weißt du, dass Geld was Gutes ist. Aber bei uns, wo es nicht mehr ums Überleben geht, dann wir haben ganz, ganz viele schlechte Glaubenssätze über das Thema Geld. Und wenn wir jetzt sagen, wir sparen und haben Mangel und das in Kombination mit diesen schlechten Glaubenssätzen, die wir über Geld haben, dann ist das keine gute Kombination. Und deswegen schaffen es die meisten nicht zu sparen. So, und was dir jetzt hilft oder was mir geholfen hat, war, vielleicht kurze Vorgeschichte, ich habe schon vor zig Jahren dieses Prinzip verstanden, ne?
Bodo Schäfer hat es beschrieben, viele andere haben es auch beschrieben, es ist schon beschrieben in Der reichste Mann von Babylon. Also das ist ja eine uralte Geschichte. Sir John Templeton hat das schon gesagt. Wenn du so und so viel Prozent deines Einkommens zur Seite legst und sparst, dann wirst du wohlhabend werden. Und ja, so simpel ist es auch. So simpel ist es. Es ist nichts Kompliziertes, Geld zu bekommen, Geld zu haben. Ne? Man muss einfach, und ich sage jetzt das Wort nochmal, so und so viel Prozent von seinem Einkommen sparen, mindestens 10%, besser halt noch mehr. So, und aber das Wort sparen, Mangel, Einschränkung, das konterkariert das Ganze. Und ich habe das Prinzip zwar schon vor vielen, vielen Jahren verstanden, habe es auch nie konsequent durchgezogen, weil ich ja immer dieses Bild hatte, du schränkst dich jetzt ein, du kannst ja nicht mehr alles leisten und so weiter. Und irgendwann habe ich dann aber mal, ich glaube auch durch ein Seminar, einen Denk-Switch gemacht und habe gesagt, okay, ab sofort sparst du nicht mehr, sondern ab sofort investierst du. Ab sofort investierst du und ab sofort bezahlst du dich selbst. Der Akt als solches ist genau das Gleiche. Du verdienst 1.000 Euro im Monat und nimmst 100 Euro und legst die zur Seite und investierst in irgendwas rein. So, wenn du 10.000 Euro hast, dann machst du einen Tausender. Übrigens unter uns gesagt, wer es schafft, 1.000 Euro im Monat zu verdienen, netto, und es da schafft, 100 oder 200 Euro zur Seite zu tun, der schafft es auch von 10.000 Euro locker 4.000 oder 5.000 Euro zu sparen. Ja? Die meisten, die ich kenne, die 10.000 Euro verdienen, und ich kenne viele, die schaffen es nicht mal 1.000 Euro zu sparen. So, warum? Weil sie es nie gelernt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt ist also so, wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, ab sofort bin ich kein Sparer mehr, ich schränke mich nicht mehr ein, sondern ich investiere, dann wird es dir plötzlich viel, viel leichter fallen. Mir ist das viel, viel leichter gefallen plötzlich. Das ist nur eine Sache im Kopf, die man sich mal klar machen muss. Wie so vieles im Leben. Ne? Das heißt also, ich habe dann gesagt, okay, ab sofort bezahle ich mich selbst. Jeden ersten im Monat geht ein Dauerauftrag auf ein Sparkonto. Auch schon wieder so eine blöde Bezeichnung. Sparkonto, Mangelkonto, ne? Halt ins Brokerkonto oder wo auch immer du das machst, ob du einen ETF-Sparplan machst, ob du auf dein Brokerkonto überweist, ob du das auf ein extra Konto machst. Ich habe das also auch so gemacht, extra Konto dann eröffnet und dieses Geld dann hin überwiesen und habe das Ganze dann gemacht. Und der Grund ist einfach der, jeder, der sagt, ich kann das nicht, ne, der sagt im Grunde genommen, ich will es nicht, weil du kannst es hundertprozentig. Weil überleg dir mal, wenn ich heute zu dir sage, wenn du noch nie in deinem Leben irgendwie Geld zur Seite getan hast, wenn du noch nie investiert hast, wenn du sagst, ich habe kein Geld, dann sage ich zu dir, das stimmt nicht. Du hast Geld, du suchst nur Ausreden, warum du deinen bisherigen Lifestyle nicht aufgeben musst. Weil überleg mal Folgendes, wenn du sagst, ich habe kein Geld zum Sparen, keine einzige müde Mark, ne? Euro. Was ist denn, wenn morgen deine Miete erhöht wird? Was machst du dann? Sagst du dann auch, nein, kann ich nicht? Was ist, wenn morgen deine Krankenversicherung teurer wird und du dafür deswegen weniger netto bekommst? Was ist, wenn morgen dein Auto kaputt geht und du musst das bezahlen? Was ist, wenn morgen eine neue Steuer eingeführt wird? Ne? Das ist nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich hier in Deutschland. Also es gibt 1.000 Dinge, wo ein Fremder, Vermieter, Staat, Arzt, wer auch immer, kommen kann und zu dir sagen kann, Telekom, wer auch immer, ne? Und zu dir sagen kann, ich möchte ab sofort morgen von dir mehr Geld haben. Und dann musst du dieses Geld bezahlen. Und da fragt kein Mensch, wo du das hernimmst. Wenn morgen deine Miete steigt, wenn ihr in einer Großstadt lebt, dann wisst ihr, wie das ist, weil dann werdet ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren immer mal Mietsteigerungen gehabt haben. Da hat euch doch kein Mensch gefragt, wie ihr das macht, sondern ihr musstet dieses Geld ab dem nächsten Monat überweisen. So, und was habt ihr gemacht? Ihr habt es überwiesen. Also ging es. Das heißt also zu sagen, ich habe kein Geld, um in mich zu investieren, um mich als erstes zu bezahlen, ist eine Ausrede.
Das ist definitiv eine Ausrede. Okay, und jetzt werden wieder ein paar kommen, werden sagen, ja, es gibt aber auch die ganz schlimmen Fälle, die von Hartz IV leben und ledig sind und drei Kinder erziehen und so weiter. Alles gut, aber hey, wir haben Kunden hier dabei, die genau in solchen Situationen waren und die haben sich aus diesen Situationen herausgearbeitet. Es gibt immer Einzelschicksale, aber ich kann jetzt mein Leben nicht auf historische Einzelschicksale aufbauen, okay? Ich muss es so machen, was mir möglich ist. Und wenn du nicht so ein historisches Einzelschicksal bist, dann hör auf, andere als Entschuldigung für dein eigenes Nicht-Wollen, Nicht-Können heranzuziehen. Wenn du Geld investieren willst, wenn du etwas haben möchtest im Leben, dann musst du den Preis dafür zahlen. Und wenn du das nicht machst, dann ist es vollkommen okay. Das schreibt dir ja keiner vor. Es ist ja nicht das Leben, was ich führe, musst du ja nicht führen. Das Leben, was erfolgreiche Menschen führen, musst du ja nicht führen wollen. Ne? Dann hör aber auf zu jammern. Weil du weißt, wie es geht. Weil du bist ja nicht dumm. Und deswegen versuch mal das Ganze. Wenn du bis jetzt gesagt hast, mit diesem Sparen, ne? Dann hör auf mit Sparen. Spare nicht, sondern sage, ab sofort bezahle ich mich selbst. Ab sofort werde ich zum Investor. Und du kannst mit 50 Euro im Monat ein Investor sein. Niemand hat eine Definition herausgegeben, dass ein Investor erst losgeht ab 500.000 Euro oder 5 Millionen oder 50 Millionen. Mit 50 Euro im Monat, die du in einen Sparplan hineinschiebst, die du auf ein extra Konto legst, wo du sagst, ich sammle das ein Jahr lang an, um mir dann einmal im Jahr ein paar Aktien zu kaufen oder ich investiere diese 50 Euro im Monat in meine Ausbildung, was auch immer. Du kannst mit jedem Geld der Welt ein Investor werden. Du musst halt aber nur mal anfangen. Und deswegen versuch das mal. Ist nur ein kleiner Trick. Ne? Es ist quasi so ein bisschen, man legt sich selbst ein bisschen rein. Aber versuch das mal zu sagen, ab sofort, es wird nicht mehr gespart, ab sofort wird investiert. Und schon allein, wenn du dir das immer sagst, ne? Ich spare nicht mehr, ich investiere, wirst du merken, wow, das ist ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Einstellung, die ich jetzt habe. Und es wird dir viel, viel leichter fallen. Probier es einfach mal aus und vor allen Dingen schreib mir mal jetzt in die Kommentare, ob du sowas schon mal gemacht hast, wie das mit dir ist. Sparst du regelmäßig? Investierst du regelmäßig? Bezahlst du dich immer zuerst? Oder nicht? Und wenn nein, mal ganz ehrlich, warum nicht? Ja? Bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Ich weiß, bei solchen Videos ist es vollkommen normal, dass es Daumen nach unten gibt. Und das ist super. Das ist genau richtig, weil wenn dem alle zustimmen würden, wo wären wir denn dann? Ne? Das würde überhaupt nicht funktionieren. Es muss immer die Menschen geben, die sowas schlecht finden. Und das ist ja mal ein Thema für ein anderes Video, vielleicht auch auf dem anderen Kanal. Wenn du etwas machst, und viele Leute finden das schlecht, also wenn du jetzt niemandem was Böses tust, ne? Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich verändere mich jetzt, ich mache jetzt andere Dinge und viele, viele Menschen sagen dann, das ist aber nicht gut und so, ne? Dann bist du meistens auf dem richtigen Weg. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. In diesem Sinne, euch viel Erfolg. Freue mich, wenn ihr hier diesem Kanal treu bleibt. Fragen, Kommentare, wie immer da unten rein. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr dann mit eurem investierten Geld erfolgreich sein könnt, dann lasst euch von uns beraten, vereinbart einen kostenlosen Beratungstermin, Link ist unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns vielleicht mal hier an der Akademie und ich höre jetzt auf und bereite hier die Seminare noch ein bisschen vor. Bis zum nächsten Mal, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.